danach, Bock haben zu quatschen, dann machen wir das. Gestern irgendwie, da, ihr habt es ja mitgekriegt, mir war es auf einmal zu warm. Ich habe mich einfach nicht mehr wohl gefühlt. Es war einfach zu warm und war einfach nicht mehr schön. Ja, und da hat es keinen Sinn mehr gemacht. Ich konnte mich auch nicht mehr so richtig konzentrieren und ja, genau. Würde mal der ein oder andere sagen, hat man an deinem Spielstil gar nicht gemerkt. Der war genauso beschissen wie immer. Ja, das ist richtig. Da kommen wir noch nicht ran, oder? Oder kommen wir da? Kann er denn? Da, nee, die Dinger kann er noch nicht kaputt machen, ne? Nee. Aber, warte mal, wir können doch bestimmt hier. Ja. Vorsicht! Genau. Vorsicht! Oh mein Gott! Für Samstag? Was denn am Samstag? Was ist denn am Samstag? Ich glaube, das ist dein Weg. Wenn wir durch das Erz kommen. Ja, wenn wir durch das Erz. Ah, ja, okay, da ist auch noch so ein Teil. So, zack. Perfekt. So. Reinspaziert. Inselgutstube. Was ein Mundwerk im Zug, Junge. Das ist nur ein Wort. Brock sagt ganz andere. Das Wort ist egal. Mein BD. Du hast die Kontrolle verloren. Wir sind gefallen. Durch die Luft. Ich dachte, Bums. Wir sterben. Und du wolltest wirklich, dass das dein letztes Wort ist? Nein. Dark. Wenn es schwierig wird, hilft Panik nicht weiter. Nutze mein das. Mein BD. Ja, das natürlich, mein BD. Ja, ich weiß, Geburtstag. Hast du Geburtstag? Ach, stimmt, hast du schon erwähnt, ne? Hattest du schon mal beiläufig erwähnt gehabt? Freust du dich? Freust du dich? Salate machen und so weiter? Und hast auch gesagt zu deinen Gästen, ne, ihr wisst Bescheid. Ich will nur Teures, ja. Kommt mir bloß nicht mit irgendeinem selbstgebastelten Scheißdreck oder sowas. Ich will nur, ne, nur Bares ist Wahres oder Teures, ja. Teure materielle Dinge. Sag so, ne? Der Game Herbst, der wird teuer. Ist da, das weißt du, ne? Da brauchen wir viel, viel Geld. Und alles, was wir jetzt im Prinzip schon. Da, auf dem Boden. Schienen. Ich nenn's ja momentan auch mein Spielefonds. Warte mal, das sieht man doch so aus, als könnte man da drauf schießen. Hey! Oh! Hier ist kein Wasser mehr. Tatsächlich. Geschafft! Lass uns rübergehen. Noch eine Nornentruhe. Ja, aber es gibt keine Siegel oder Glocken. Diese sind anders. Wo ist mein Ex? Hey! Dann wird es erlaubt. Komm sofort hier runter. Achso, ja. Und wo müssen wir dann wieder? Oh, warte mal, hier steht irgendwas. Steht Kooperative in Anführungszeichen. Aha. Haben mir Store-Ladekarten gewünscht. Von meiner Mama bekomme ich die Kamera für PS. Oh.
Jetzt verstehe ich. Ach ja, genau. Ja, natürlich. Ne? Guthabenkarten. Ja, schon was? Store-Ladekarten? Was sind Store-Ladekarten? Aber die Guthabenkarten. Sehr gut, sehr gut. Sehr, sehr gut. So. Wir müssen wieder darüber, ne? Links von der Truhe ist eine Feuerschale. Kannst du sie anzünden? Was für Feuerschale? Achso. Ah nee, genau. Jetzt sind wir ja hergekommen. Genau, wir müssen ja da lang. Was für eine Ich komme vielleicht dran, wenn du mir hilfst. Soll ich dich rüberschmeißen oder was? Hä? Warum streckt der jetzt den Arm aus? Haben wir schon mal sehr gut gemacht. Und irgendein. Warte mal, hier ist doch auch was. Hier müssen wir. Ah, okay. Ah, zack. Ah, alles klar. Alles gut. Klar. Ich gehe rüber, um besser zu sehen. Wirf die Mama aus dem Zug. Was für eine Mama. Vater, hier oben ist ein Tor, das zum Eingang der Mine führt. Kommst du? Ich brauche Hilfe beim Heben. Wenn. Kann ich hier runter? Nee. Ah. Komm schon, spring einfach. Die Knie sind nicht so kaputt. Atreus. So. Ja, wir warten noch ein bisschen. Ah ja, okay. Moment. R2, R1. Ja. Halt ich oben die auf Zahnräder zu werfen. Also, okay, Moment. Axt. Das war knapp. Nochmal. Wollte ich doch gar nicht. Denn jetzt? Ach, übrigens haben wir gestern in Sky Store den Film The Sun geliehen. Werde ich mir am Sonntag schon schön gemütlich anschauen. Oh, nice. Da bin ich mal sehr gespannt. Ich hoffe ja, dass ich meine auch demnächst mal zu Gemüte führe. Machen wir damit jetzt. Weil stillstehen tut's ja schon. Machen wir, der muss. Ah! Jetzt! Oder müssen wir es erst, wenn er wahrscheinlich da rüber springen kann? Quatsch! Schauen wir mal. Da muss ich nochmal. Ja, es war schon wieder scheiße. Ja, warte mal, nochmal. Stimmt. Er muss nochmal und dann, wenn es dann so. Ja, das war. Ha, Kappes. So, jetzt. Genau, und jetzt geht's. Hoffentlich schaffst du den Sprung. Ja, genau. Ja, natürlich schaffe ich den Sprung. Eine meiner leichtesten Übungen. Die Zwerge bloß auf solche Ideen gekommen sind. Tja, Bequemlichkeit ist eine starke Motivation. Wozu arbeiten, wenn man das nasse Element für sich einspannen kann? Wo ist mein Sohn jetzt? Oh. Ah, ja. Okay. Hoffentlich ist Tyr hier. Atreus, wir suchen Informationen. Ich weiß. Tu nicht ständig so, als wolle ich einen Krieg anzetteln. Dennoch streitest du es nicht ab. Brüder, können wir das eine Weile sein lassen, ha? Mann, der muss doch runter, ne? Der muss runter. Weil dann kann ich da hochkrabbeln. Weil er liegt nur gerade B. Ja.
nicht. Haben wir hier irgendwas zum Festhalten? Nee. Aber hier oben ist aber. Nee, hier oben ist auch nichts. Mahlzeit, Schnappi. Warte mal, wir können das Rad wahrscheinlich anhalten, ne? Auch nicht. Nee, auch nicht. Ich hatte gedacht, das könnte man jetzt anhalten, das Rad. Hier nun was? Aber hier kommen wir nicht mehr zurück. Ah, mit Neuseeland, ja, aber so wie sie auch gespielt haben, zu Recht, ganz ehrlich. Wäre beinahe noch 2-0 ausgegangen, hätte die eine noch den Elfmeter verwandelt. Schlecht geschossen natürlich, aber sehr, sehr guter Auftritt von Neuseeland, muss man sagen. Aber ist schon komisch, ne, wenn du die Spielerinnen mit Handschuhen siehst und auf den Tribünen teilweise echt die Leute mit dicken Jacken und Mützen. Ich meine, ja, klar, ist ja gerade Winter dort, ne? Was heißt, Winter ist ja auch wieder so eine Sache, temperaturtechnisch, ne? Norwegen war. Du bist nicht sehr, sehr geil. Dankeschön, Kugo. Wo geht's denn da jetzt weiter, sag mal? Ja. Werf überall mal die Axt hin. Maritimer Winter, beste, ja. Maritimer Winter, das ist gut, ja. Aber das war schon komisch, ne, bei uns. Ich übersehe irgendwas. Oder, Leute, ich übersehe was. Aber das muss runter, auf jeden Fall. Das Teil muss runter. Mach mal, können wir da vielleicht das da dran werfen und dann... Nee. Ich komme nicht mehr rüber, ne? Ich komme nicht mehr rüber. Bei 19 Grad wird hier in Badehose gegrillt, richtig. Ah, da bist du. Genau, da bin ich. Wenn du einen Tipp willst, sag Bescheid. Ja, ich will einen Tipp. Wasser einfrieren, vielleicht. Ach so. Natürlich, ach so. Das, ja. Komm mal. Ah, nee, ich muss es direkt hier dran, ne? Ach, oder. Nee, warte mal, was. Ah, jetzt, okay. Ja, okay. Ja, habe ich mitgekriegt jetzt. Habe ich mitgekriegt. Komm mal darüber? Nee. Scheiße. Oder? War es gut? Und jetzt? Ich weiß gar nicht, was ich machen muss überhaupt. Aber jetzt sollte. Geht hier jetzt das Wasser lang? Aber ich muss wahrscheinlich versuchen, dass hier irgendwann das Wasser lang geht, oder? Boah, ich bin so lost. Oh. Wo ist jetzt mein Junge eigentlich?
Wo ist denn der? Wo ist denn der Knecht? Ist er jetzt irgendwo jetzt mal gelandet, wo man... Ja, aber hier waren wir ja schon überall, ne? Ich denke mal, das Wasser, ich muss das Wasser rüberleiten, ne? Genau. Dass das irgendwann vielleicht hier dann hier läuft, oder? Nee, Quatsch. Oder das muss hier rüber. Das muss hier rüber, dass das dann hier weiterläuft. Also, ergo... Auf dem Stein warst du schon richtig. Ja, warte mal, dann frieren wir es nochmal ein. Genau, ich denke mal. Genau, geht das jetzt darüber? Nee. Muss ich jetzt hier vielleicht. Ah, nee, ja, ja klar, logisch. Ah, okay. Du hebst auf deiner Seite, ich auf meiner. Okay. Wir müssen da rüber, ne? Ach so, warte mal, hier können wir rum. Ah ja, okay, das habe ich jetzt erst gesehen. Ah, okay. Danke. Dann weiter. Gleich am frühen Morgen so ein Rätsel, Menschenskinder. Boah. Ich habe noch etwas für euch. Sindri. Was ist das? Da ihr gerade keine Lichtquelle habt, Verzeihung, und gar nicht sehen könnt, was im Dunkeln vor euch lauert, helfen diese nun. Gut, weiter mit der Erkundung. Auf geht's. Wir Danke, sind doch Sandy. Gerne für die Stadt. Das Moment, ist was meinst du mit im Dunkeln lauert? Was lauert denn jetzt schon wieder im Dunkeln? Ei. Hopp. Schau. Vorsicht! Oh. Was ist das? Oh. Oh, hallo, bitte hinten anstellen, ja? Hinter dir! Warte mal da! Bruder, der Grimm ist da ganz oben! Knapp. Übrigens, danke nochmal für den so gestern Zuschauer von dir, hat mich gestern Abend besucht. Zuschauer, echt? Den Shoutout? Geil, so muss es sein. Ich wollte eigentlich auch vorbeischauen. Aber weiß gar nicht, was da nochmal war. Irgendwas war nochmal. Ich glaube, das ist es. Das ist die Mine. Schön bin ich eingeschlafen oder so. Also nicht mehr. Aber heute bist du ja auch wieder online, habe ich gesehen. Von daher. Interessant. Allerdings können wir damit gerade nichts anfangen. Moin, du olles Falschkind. Mir war es nicht gut. Stimmt, das wird's gewesen sein. Mir war es tatsächlich nicht so gut, ja. Hab nämlich gestern wieder ein klein wenig Probleme wieder mit meinem Fuß gehabt. Ja, das Thema ist leider Gottes immer noch nicht ausgestanden, aber. Aber es muss ein Weg geben. Nächste Woche gehe ich wieder zu der Ärztin, dann quatsche ich mit der mal Tachless, was man da machen kann.
Oh, nicht schon wieder. Achtung, rechte Seite. Wenn nicht so ein Abnehmen, dann nehme ich einen bionischen Saurock. Sagt Renate, sag das nicht so laut. Hatten sie gerade zuletzt jemand? Wo kommen die alle nur her? Also, das ist eh krass, was gerade bei denen abgeht. Im OP, die hatten. Gerade zuletzt hatten sie auch, wie gesagt, eine Fußamputation. Und innerhalb von 2 Tagen, jetzt kommt's, das ist kein großes Krankenhaus tatsächlich, innerhalb von 2 Tagen 9 Abtreibungen. 9 Abtreibungen, das muss man sich mal geben. Es riecht hier auf jeden Fall wie in einer Mine. Ich glaube, ich kann auch das Wasser hören. Langsam, Atreus. Sei vorsichtig. Mach dich super. Bereit. Danke dir, Lygos. Ich glaube, ich weiß, woher diese Scheusale kommt. Sie werden dich schnell überwältigen. Bleib bei mir. Es kommen immer mehr. Ein Werksrohr. Brütet Scheusale aus, als gäb's kein Morgen. Für sie wird es so sein. Ist jetzt einmal la Ruhe. So. Oh, ist das die Mama? Wunderschön, wie die Kinder. Jo, ey. Gerade hat sie gekalbt. Eieiei. Hinter dir, pass auf! Du kotzt mich an. Hinter dir, Vorsicht! Alter, jetzt sagst du mal. Wir sind hier nicht bei RTL 2, wo auch Kinder geworfen werden im Sekundentakt. Bei Familie im Brennpunkt. Alter, ich glaub's ja nicht. Das ist meine Art von Abtreibung. Ist tot. Kümmern wir uns um den Rest von dem. Das ist der letzte. Das waren alle. Pickelgeburt. Wirklich widerlich. Oh Gott. Ein kleiner Preis dafür, dass wir sie stören. Gehen wir weiter.